Ich habe meinen Vortrag so gegliedert wie das, wo wir hier sind. Wir fangen an mit einem kleinen Aperitif, kommen dann zur Vorspeise, zum Hauptgericht und zum kleinen Dessert. Ich habe das so gegliedert, um ein bisschen zu sagen, um ein bisschen den Bezug auch herzustellen, nicht nur zum Essen, sondern auch zu der ganzen Verdaubarkeit des Themas Informationssicherheit für KMUs. Das ist nämlich nicht so einfach. Bevor wir also anfangen, erstmal die Frage, was sind denn eigentlich KMUs? Und es gibt da eine Definition, die sagt, okay, wir haben da verschiedene Gruppen. Wir haben kleine und mittlere Unternehmen, und die werden im Wesentlichen durch die Beschäftigtenzahl unterschieden. 10, 50 und 250 sind so typischerweise die Größen, die gelten in der EU, und das wird in der Schweiz ähnlich auch gehandhabt. Die Frage ist jetzt, wer ist denn von einer KMU hier? Ich habe mal die Teilnehmerliste so ein bisschen durchgeguckt und habe mir überlegt, ja, ist das eigentlich das Prinzippublikum oder ist mein Zielpublikum eher online? Also wenn ich die Kamera schaue, all die hunderttausenden KMUs jetzt sehe, die da draußen auf diesem Vortrag waren. Wer ist denn von den anwesenden KMUs? Ich würde Sie mal bitten, alle die Hand hochzuheben, alle. Und dann bitte ich Sie, diejenigen, die in einer Unternehmung arbeiten, die gesamthaft mehr als 250 Mitarbeiter hat, die Hand wieder runterzunehmen. Können wir das kurz üben? Also mal kurz die Hand auf. Wer ist in einer Unternehmung, die mehr als 250 hat, Hand runter. Welchen Firmenzweck ist nicht in der Bereitstellung von Informatikdienstleistungen? Und dann haben wir noch das dritte Kriterium. Wer hat eine Firma, die eine Informatikabteilung hat, die mehr als 3 Personen hat, oder welche die Informatik externen Dienstleister erledigen lässt. So, jetzt hoffe ich, Sie konnten mir alle folgen, das war ziemlich durcheinander, aber ich sehe schon keine Hände mehr oben, also wir haben keine KMU hier. Gemäß meiner Vorbereitung aufgrund der Teilnehmerliste sind, glaube ich, 4 Organisationen hier, die ich nicht eindeutig als irgendwelche Teile von Konzernen zuordnen konnte oder als sonstige große Unternehmen. Und die Frage ist natürlich, warum interessiert Sie was für KMU? Das interessiert Sie wahrscheinlich deshalb, weil Sie als IT-Dienstleister oder als Organisation, die IT-Dienstleistungen oder IT-Revisionen oder andere Aktivitäten macht im KMU-Umfeld, interessiert daran sind, zu wissen, was die KMU so machen mit der Informatik. Und das ist was, was sich im Moment sehr stark verändert. KMU ist eine sehr heterogene Angelegenheit. Deshalb ist es natürlich auch nicht möglich, hier innerhalb von rund einer halben Stunde da grundsätzlich alles zu organisieren, was mit KMU-Sicherheit zu tun hat. Wir haben eine große Bandbreite, nationale, internationale Organisationen. Wir haben alles vom Gartenbaubetrieb bis zum Mieteprovider. Und da sieht man schon, die Informationsintensität ist natürlich da sehr unterschiedlich. Wir haben Berater, Kleinprovider. Wir haben eine sehr unterschiedliche Informationsintensität und eine Informationsverarbeitungsaktivität innerhalb der Organisationen. Also es gibt im KMU-Bereich noch sehr viele Unternehmungen, die wirklich mit sehr rudimentärer Informatik arbeiten. Und die rudimentäre Informatik in dem Kontext von größeren Organisationen kann man sich das kaum noch vorstellen. Wir alle sind, die meisten von uns, die jetzt für größere Organisationen arbeiten, sind gewohnt, dass wir voll integrierte Bürosuiten haben, Client-Server-Technologien und relativ viele Technologien einfach zur täglichen Verfügung haben. Aber im KMU-Bereich sieht man tatsächlich noch sehr viele althergebrachte Technologien. Fax beispielsweise ist noch sehr stark verbreitet. Und in dem Sinn haben wir eine sehr eine sehr große Schwierigkeit, wenn wir jetzt auf diesen großen heterogenen Kuchen eine einheitliche Standardisierung bezüglich Informationssicherheit anwenden möchten. Die Frage ist jetzt auch, woher bekommen denn diese KMUs ihre Informatik? Und da kann man das bisschen aufteilen. Es gibt also alles vom Selbstversorger über Self-Providing, also die Leute, die selber Informationsverarbeitungssysteme betreiben, über externe Dienstleister, die also zukommen und Informatik liefern, Informatik vor Ort installieren oder aber dann auch wieder verschwinden, weil sie nicht Teil der Organisation sind. Wir haben IT-Outsourcer, also Leute, die dann extern, Organisationen, die dann extern zur eigentlichen Unternehmung betreiben, und wir haben natürlich auch vor allem bei den größeren Organisationen eigene Informatikabteilungen, die Informatikdienstleistungen erbringen. Also auch da ist eine sehr große Heterogenität und entsprechend auch sehr große Heterogenität der beteiligten Personen, des Know-hows, der Qualifikationen, die Leute damit bringen. Das ist noch ein bisschen die Aufteilung der KMU-Statistik, also der KMUs nach Größe der Unternehmung
und nach Anzahl der Beschäftigten, also Anzahl der Unternehmen, Anzahl der Beschäftigten. Sie sehen hier ganz klar, wir haben einerseits auf der rechten Seite ungefähr jeweils ein Viertel der Mitarbeiter, die in kleinsten, kleinen, mittleren und großen Unternehmungen beschäftigt sind. Und auf der anderen Seite ist es daher logisch, dass der Anteil der Kleinstunternehmungen bei Weitem der größte Anteil ist an Unternehmungen im Bereich KMU und der Teil, wo, sage ich mal, Sachen wie ISO 27000 und so weiter aktiv sind, da komme ich gleich drauf. Das betrifft gerade mal Größenordnung 0,3, vielleicht 10% der Unternehmung. Das heißt, wir sprechen von einer sehr starken Heterogenität und von einer sehr stark durch Individualismus und individuelle Lösungen geprägten Umgebung, die auch sehr stark entsprechend geprägt ist durch die jeweiligen Eigentümer, Geschäftsführer, Inhaber dieser kleinen Organisation. Also wir sprechen, wie gesagt, über Organisationen von kleiner 10 Mitarbeitern. Typischerweise also Organisationen, die keine eigene Informatikabteilung sich leisten können, weil sie schlicht zu klein sind. Kommen wir zur Vorspeise. Ich habe diese Karotte gewählt, weil das so diese sprichwörtliche Karotte ist, die einem vorgehalten wird, die man dann so erreichen muss, wenn man Informationssicherheit irgendwann organisiert haben will, aber die dann doch irgendwie immer noch ein bisschen weiter weg ist, als dass man sie fressen könnte. Wenn wir im KMU-Bereich diskutieren mit den Leuten, dann ist immer die Frage, ja, wer fragt denn überhaupt nach Sicherheit? Warum ist Sicherheit überhaupt ein Thema bei den KMUs? Und es gibt da verschiedene Gruppen, die fragen. Wir haben einerseits natürlich die Geschäftsführung, das ist klar, die Geschäftsführung hat eine Risiko-Awareness für das Gesamtgeschäft, für die Gesamtorganisation und möchte natürlich die betrieblichen Risiken so gut wie möglich reduzieren. An den konkreten Informatikrisiken sind die natürlich nur sehr wenig interessiert. Das ist, sind Dienstleister, aber normalerweise, Dienstleister machen, aber normalerweise geht es vor allem darum, den laufenden Betrieb sicherzustellen und sicherzustellen, dass der Laden also läuft. Wir haben Mitarbeiter, die vor allem interessiert sind am Schutz der eigenen Daten innerhalb der Informatik der Organisation, auch Schutz der Privatsphäre vor Kollegen beispielsweise, aber gleichzeitig auch die Freiheit bei der persönlichen Anwendung der Informatik sehr groß schreiben. Also wenn Sie in eine typische KMU gehen, dann sind da Standard-Informatiksysteme, Standard-Windows-PCs meistens installiert und auf diesen Standard-Windows-PCs können die meisten Mitarbeiter tun lassen, was sie wollen. Und das ist nicht, weil das irgendwie fahrlässig wäre, sondern es ist halt einfach. Diese PCs werden so beliefert, kommen in den Einsatz und werden so verwendet. Und wenn halt jemand dann auf einer Videoplattform einen Film sehen will, dann soll er das halt tun, dann tut er das auch. Meistens haben wir eben IT-Verantwortlichen. Das kann der Chef selber sein, das kann der Dienstleister sein, der alle paar Tage bis Wochen mal vorbeikommt. Das kann auch der Interne sein bei den größeren KMUs, der sich um die Informatik kümmert. Und das sind die Gestressten innerhalb der Organisation. Denn die rennen im Wesentlichen den ganzen Wünschen nach hinterher, die die Leute haben und kommen typischerweise nicht nach. Also das Bild, was ich hier zeige, ist jetzt möglicherweise natürlich schon etwas hart, aber es ist tatsächlich so, dass die Komplexität der Informatikdienstleistungen, der Informatik-Services, die kommen, immer stärker wächst, immer schneller wächst, immer neue Gadgets und Anforderungen kommen und es immer diese kleine Gruppe von informatikversierten Personen trifft innerhalb des Unternehmens, die dann gucken müssen, dass das möglichst einfach und möglichst schnell integriert wird in den Laden. Und das führt dazu, dass sie das durchaus machen. Die bringen das schon hin. Aber sie hören genau in dem Moment auf, wo es läuft. Denn wenn es läuft, reicht es ja. Dann ist ja das Ziel erreicht. Es ist ja die Funktionalität verfügbar in der Organisation. Und wenn man dann halt zwischendurch irgendwelche Sicherheitsmechanismen ausschalten musste, wie Firewall oder Virenscanner, dann läuft das halt, es läuft jetzt. Und jetzt verändern wir uns nicht mehr, denn jetzt haben wir eine Konfiguration gefunden, die funktioniert. Und dazu kann man auch noch sagen, das ist auch noch wichtig, wir haben oft auch einen geringen Automatisierungsgrad. Das heißt, es sind Leute, die individuell diese Systeme installieren und individuell vor dem Gerät sitzen und das betreuen und verändern. Wir haben natürlich auch Kunden und Lieferanten, die nach Sicherheit fragen. Allerdings tun die das kaum. Die tun das kaum je. Bei den großen Unternehmungen kommt das und ist schon da. Und der Datenschutz beschäftigt sich ja auch mit den ganzen Fragestellungen in dem Bereich. Aber bei den kleinen ist das praktisch inexistent, dass der Kunde nach der Sicherheit der von ihm verarbeiteten Daten fragt.
Es ist höchstens so, dass wenn mal Daten verloren gehen und der Dienstleister nicht mehr in der Lage ist, was zu verarbeiten, dass man dann sich ärgert, aber typischerweise ist das kein Thema. Und das führt dann zu so etwas pointierten Aussagen wie Security versus Compliance. Das ist was, das kommt nicht genau aus dem Kontext, sondern es kommt aus dem Kontext einer anderen Person, die das auch kennt. Wenn wir in den großen Unternehmungen über Informationssicherheit reden, reden wir eigentlich weniger über die konkrete Sicherheit, sondern wir reden über Compliance. Wir reden darüber, dass wir komplexe Regelwerke haben, komplexe Aufgaben, Beschreibungen, komplexe Organisationen haben, die sich mit nichts anderem beschäftigen, als einen Standard einzuhalten und die Sicherheitsanforderungen einzuhalten, die in einem Regelwerk festgelegt sind. Dazu muss man das natürlich schon auf die Sicherheit herunterbrechen. Aber die Sicherheit, das herunterzubrechen, ist ein Vorgang, der einmalig oder pro Projekt einmalig gemacht wird und dazu führt, dass man im Projekt gewisse Controls dann implementiert, also Maßnahmen, die man fest implementiert und ständig dann wiederholt werden müssen die Projekte. Und am Ende jemand kommt und das abnimmt und sagt, okay, ihr habt alle Maßnahmen erfüllt. Und dann haben wir ein System, was compliant ist. Wir haben eine Organisation, die compliant ist. Wir haben eine Struktur und eine Aufgabenerfüllung in der IT, die compliant ist. Und das ist das wesentliche Ziel in den großen Unternehmungen. Natürlich ist es auch das Ziel, durch diese Compliance, die Security hinzubekommen. Nur wenn die Security dann mal versagen sollte, dann gibt es eben diese Aussage daraus, wir haben alles richtig gemacht und entweder haben wir einen externen, der schuld ist, oder wir haben einen internen, der die Regel nicht beachtet hat, der ist dann schuld und versichert ist es sowieso. Und Security ist also letztendlich, tut den Leuten nicht weh in den großen Unternehmungen, wenn die Security nicht erfüllt ist. In den kleinen ist das aber so. In den kleinen ist es so, dass es denen wehtut, denn die sind normalerweise nicht compliant, die haben keine Regelwerke und die haben konkrete Informatikbedürfnisse, die konkret gelöst werden müssen. Und wenn konkret ihre Systeme ausfallen, dann haben die eine ganz konkrete Umsatzeinbuße und dagegen sind die konkret nicht versichert. Und man kann es auch etwas so ausdrücken, große Unternehmungen haben keine Betriebsrisiken, sondern nur Wagnisrisiken. Können wir jetzt auch noch darüber diskutieren. Was schützt man denn bei den Kleinen? Gut, heterogen, betriebsindividuell, das ist ganz klar. Was kann man allgemein sagen? Man kann allgemein sagen, dass wenn Vorfälle sind, was immer das sind, dass die Informatik oder die ganzen Daten eigentlich typischerweise erst am Ende der Überlegungen kommen. Es ist klar, dass bei vielen KMUs, in welchem Bereich sie auch sein mögen, die Tangibles, also die Sachen, die man anfassen kann, eigentlich sehr viel näher liegen als die anderen, als die Intangibles, was eben Daten, Informationen, Inhalte sind. Wenn wir über Daten sprechen, dann sprechen wir vor allem über Abwicklungsdaten, Vertrags-, Auftragsabwicklung, Rechnung, Inkasso, Buchhaltung, da ist das Geld. Und wenn das Geld nicht eingefordert werden kann, dann sind die typischen KMU-Kunden nicht diejenigen, die sagen, ihr habt doch da vergessen, mir eine Rechnung zu schicken, sondern die typischen, die sind froh, wenn sie keine Rechnung kriegen und melden sich nicht. Und das ist auch eine ganz andere Art des Umgangs im geschäftlichen Bereich, als man es im Großbereich kennt. Markt- und Finanzdaten. Auch da ist es klar, wie ich meinen Markt bearbeite, wie ich selber aufgestellt bin, das sind die wesentlichen Daten. Dann Daten zur Steuerung der operativen Leistungserbringung, die ganze Maschine-Geräte-Konfiguration, wenn Sie an Herstellerbetriebe denken, an Lager, Inventar, Bearbeitungszustände von Objekten, die irgendwo zwischenbearbeitet werden. Personal und Logistik, da auch die ganze Verschiffung, wenn Sie beispielsweise internationale Versand von Gütern denken. Forschende Entwicklungsresultate, irgendwann kommen dann noch die Stammdaten und dann noch Fremdeigentum, also treuhänderisch übergebene Daten von Kunden beispielsweise, sind dann auch noch irgendwann mal im Fokus. Aber im Wesentlichen muss der Rubel rollen. Also solange bei den KMUs ist das sehr viel stärker der Fall, dass man vor allem finanziell orientiert. Wogegen schützen? Verfügbarkeit. Verfügbarkeit. Es muss laufen. Es muss einfach laufen. Und viele der Maßnahmen, die Sie im konkreten Umfeld in den kleinen Informatikumgebungen auch sehen, richten sich gegen Verfügbarkeitsverluste. Betriebsausfall, Datenverluste, die in Out-of-Service, das sind die wesentlichen. Ich habe da drei Maßnahmen hingeschrieben, die nicht alles abdecken, aber jeweils in den Bereich gehören. Integrität ist ein Thema, Datenverfälschung kommt aber technisch kaum noch vor, viel größer ist das GIGO-Prinzip, Garbage in, Garbage out, also Leute, die falsch erfassen, die möglicherweise von der Qualität
nicht qualifiziert genug sind, um die komplexe Arbeiten durchzuführen, und weil wir von kleinen Unternehmungen sprechen, sprechen wir auch von eher schwachen Kontrollstrukturen intern, von wenigen Redundanzen bezüglich der Bearbeitung. Unterwanderung haben wir immer das Thema mit Virenscanner. Vertraulichkeit, ungewollt offenlegen ist natürlich ein großes Thema, auch Data Leakage, Spionage. Also gerade bei den kleinen Firmen, die große Know-how-Träger sind, die also vielleicht vorne in ihrer Branche sind von ihrem Know-how, da ist es natürlich selbstverständlich interessant für einen Konkurrenten, ob der jetzt im Land sei oder vielleicht auch weiter weg, zu versuchen, diese Informationen aus der Unternehmung herauszuholen. Und da spreche ich jetzt heute drüber, jetzt haben wir 2011, aber eigentlich ist die Thematik ja schon alt. Die hat in dem Moment angefangen, als die Organisationen angefangen haben, ihre Systeme ans Internet anzuschließen. Das war irgendwo Ende 90er, Anfang 2000. Und wenn wir jetzt tatsächlich darüber diskutieren, ob da gewisse Rezepte, die schon älter sind, oder gewisse Konstruktionspläne, die schon älter sind, möglicherweise der Konkurrenz übergeben worden sind oder die Konkurrenz, die sonst in die Hände bekommen hat, dann müssen Sie nur mal auf eine Industriemesse gehen und mal die Produkte vergleichen, die einheimischen Hersteller und möglicherweise chinesische Hersteller gemacht haben. Da gibt es hunderte Fälle, in denen es genau um solche Kopien geht. Also die Frage da, an und für sich ist die Data Leakage, das ist an und für sich im Wesentlichen gelaufen. Und jeder, der jetzt noch anfängt, in diesem Bereich zu investieren, der ist eigentlich schon sehr spät und kann höchstens noch seine zukünftigen Erkenntnisse schützen. Nachvollziehbarkeit ist überhaupt noch kein Thema. Digitale Signatur, ja, schön für uns alle, aber im kleinen Bereich, da werden Verträge auf Papier und Rechnungen organisiert und es läuft im Prinzip so, wie es bei den Großen vor 20 Jahren auch noch lief. Ich weiß, dass diese Aussage pauschal ist, aber ich bezeichne das absichtlich auch ein bisschen, um darzustellen, dass der Unterschied zwischen dem, was wir uns im großen Bereich gewohnt sind, und dem, was beim KMU heute aktuell ist, doch sehr groß ist. Kommen wir zum Hauptgericht. Das Hauptgericht, habe ich diesen Hamburger gewählt, denn Security ist eigentlich ein Hamburger. Das kommt strukturiert daher, sieht auch ganz interessant aus. Wenn man es das erste Mal sieht, denkt man, jawohl, das wäre doch was für mich, so ein bisschen Security. Und es gibt Leute, die haben das gern und die essen das dann auch. Und das Problem ist, wenn man das dann verinnerlicht, sagen wir mal, es sei Security als Thema und es sei so ein ISO-Standard beispielsweise. Entweder hat man es gegessen und spürt überhaupt nichts, meint man hätte nichts gegessen, oder man isst es und kann sich kaum noch bewegen. Und das ist eine gewollte Assoziation. Ich weiß nicht, wem von Ihnen ich überhaupt noch ISMS erklären muss. Wer hat von Ihnen natürlich noch nie was von ISMS gehört? Das nehme ich jetzt eindeutig hin. Also Sie wissen, was das ist. Wir sprechen von Informationssicherheitsmanagementsystemen als einem komplexen Rahmen, Regelwerk von organisatorischen Kriterien und Anforderungen und Maßnahmen, um die Sicherheit der Informationsverarbeitung in einer Unternehmung zu organisieren. Jetzt, Sie kennen das alle. Wie ich so vermute, Sie sind aus den größeren Unternehmungen. Bei den kleinen Unternehmen ist das eher weniger der Fall. Warum auch? Man kennt ISO 9000, das sind diese Qualitätsstandards, die man erfüllen musste. Dann gibt es noch diese Umweltstandards, wie heißen die? 16.000 gibt es da was. Und das sind Sachen, die sehr konkret sind und mit der Geschäftstätigkeit oftmals zu tun haben. Wenn Sie aber nicht gerade Informatikdienstleister sind, ob KMU oder groß, dann kennen Sie das nicht. Und umgekehrt ist es aber so, dass das sich zum Standard avanciert. Sie können inzwischen ja sich dagegen zertifizieren lassen, Sie können also bestätigen lassen, dass Sie dieses Rahmenwerk umsetzen. Aber wer von Ihnen ist in einer Unternehmung, die das schon gemacht hat? 27.000? So, und ich spreche von den großen Unternehmen. Also ich weiß, eine Unternehmung, die vertreten ist am Tisch, die es gemacht hat. Aber wir sprechen davon, dass das ein sehr großer Aufwand ist und eine sehr komplexe Arbeit, sich dagegen zertifizieren zu lassen, also bestätigen zu lassen, dass sie das alles erfüllt haben. Und das wiederum heißt ja, wir schießen damit Hamburgern auf Spaten, also mit großen Werkzeugen auf kleine Ziele. Und das ist alles sehr groß. Und dieser Standard oder auch diese BSI-Variante, also BSI steht für Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, ein deutsches Bundesamt, die beschäftigen sich natürlich sehr intensiv damit, wie man sowas in die
Organisationen hineinbringt, beim BSI vor allem in die öffentliche Verwaltung. Aber das, was das BSI beispielsweise an ausgezeichnetem Lernmaterial und Studienmaterial online gebracht hat, kann man problemlos in einem KMU anwenden, wenn man dann jemanden findet, das machen will. Und dieses Plan-Do-Check-Act-Regelwerk, das ist Teil davon, das ist der IT-Sicherheitsprozess gemäß BSI. Können Sie alles machen, aber suchen Sie mal in der KMU jemanden, der das macht. Das ist der Inhalt von ISO 27001, kurz zusammengefasst. Wir haben da die wichtigsten Themen abgedeckt. Wir haben einerseits Aufbau der Organisation des ISMS selber, also wie bringe ich das in die Unternehmung, wie stelle ich sicher, dass ich den Input habe, dass ich da eine ständige Qualitätsverbesserung habe im ISMS selber. Und dann kommen die ganzen Themen wie Security Policy, was ist erlaubt in der Firma, was ist nicht erlaubt bezüglich Informationsverarbeitung, wie gehe ich mit interner Organisation und Dritten um, was für Assets, im Wesentlichen Daten, was für Daten habe ich zur Verarbeitung, wie klassifiziere ich die, habe ich verschiedene Schutzstufen beispielsweise, oder verschiedene Anforderungen, Vertraulichkeit, Integrität, Verfügbarkeit, Nachvollziehbarkeit. Dann gibt es gewisse Personen, also Anforderungen, die an Personal zu stellen sind. Das fängt an mit einer Sicherheitsüberprüfung, über Qualifikation des Personals, über Regelungen zum Ein- und Austritt etc. Dann haben wir Themen wie physische Sicherheit, Umgebungssicherheit, Ausrüstung, das ist wieder was, mit KMUs eher was mit anfangen können. Kommunikationssicherheit, da kommt der ganze Kommunikationsbereich. Communication Security, glaube ich, heißt es im Original. Zugriffskontrolle, Passwörter, Fernzugriff und mobiles Arbeiten, ganz aktuell. Dann Sicherheit bei der Beschaffung von Informatikmitteln, Behandlung von Sicherheitsvorfällen. Also das, was vorfällt, das wissen wir. Aber wie oft fällt denn was vor? Wie oft ist bei Ihnen was vorgefallen? Haben Sie eine Aufzeichnung davon, was bei Ihnen vorgefallen ist? Können Sie die Liste nehmen? Ich meine, Sie gehören zu den großen Unternehmen wahrscheinlich oder zu denen, die Dienstleistungen machen bei den großen. Wahrscheinlich können Sie es nicht. Und bei den kleinen ist es so, wenn es nicht geht, repariert es, dann geht es wieder. Und Notfallvorsorge, naja, einen Computer kaufen und dann haben wir die Notfallvorsorge. Das ist die einfachste Lösung auf der untersten Ebene. Aber natürlich in KMUs, also ein Produktionsbetrieb kann natürlich den Notfallvorsorge auf die nicht betreiben, der muss dann schon noch mehr machen. Und dann noch die ganze Compliance am Ende. Compliance ist ja auch eher für die Großen das Wichtige. Die Kleinen regeln das, die Kleinen regeln vieles noch direkt. Natürlich, je größer, desto formeller, aber ich spreche jetzt schon eher auf den kleinen und kleinsten Unternehmen, weil die auch den großen Anteil haben. Wir haben, also der Jan hat vorher erwähnt, ich war 13 Jahre im Vorstand, ich bin jetzt 12 Jahre unterwegs mit meiner IMSEC und wir haben eine ganze Menge gesehen an der Bandbreite von Firmen, also von den ganz Großen bis auch zu den ganz Kleinen. Und es ist, eines weiß ich, es gibt nicht zwei gleiche. Es ist immer anders. Und immer anders ist nicht nur die ganze Technologienutzung, Awareness, immer anders ist auch die ganze Motivation dessen, der mich da fragt. Der eine ist mehr so der Self-Made-Man, der unbedingt will, dass sein Laden möglichst agil und flexibel bleibt und seine Leute drauf trimmt und die nehmen dann auch Risiken, bei denen größere Unternehmungen mir die Haut zu Berg stehen würden. Der andere ist mehr der Finanzer, ein Treuhänder beispielsweise oder auch eine größere Treuhand oder eine Versicherungsbroker, die sehr kontrolliert eigentlich mit ihren Daten umgehen möchten. Aber trotzdem dann schlucken, wenn Sie sich überlegen, was ISO 27000 braucht. Was wir gemacht haben, ist im Wesentlichen Checklisten. Checklisten, wo die wichtigsten Punkte draufstehen, die für KMUs relevant wären. Und das entspricht nicht genau natürlich 27000, sondern es sind einzelne Punkte aus 27000 raus, möglichst konkret runtergebrochen, so dass der IT-Dienstleister, den die Organisationen dann meistens haben, das auch versteht und auch konkret umsetzen kann in eine Maßnahme, in eine Aktion, die er auf seinem System machen muss. Und da sind dann ganz konkrete Sachen drauf, wie Auto-Updates von Clients und Servern, was bei uns in Basic drin ist. Und Sie können die Liste durchgehen, die Liste ist so kurz, sie soll nicht länger sein. Denn wenn sie länger ist, dann können Sie vergessen, dass irgendjemand das bearbeitet. Das muss maximum zwei Seiten lang sein, inklusive Checklisten. Da müssen unten noch Platz haben für eine fehlende Unterschrift, dass es tatsächlich gemacht hat. Und auf die Art kriegen Sie Basic Security in die kleinen Unternehmungen rein.
Wenn Sie ein bisschen größer sind, brauchen Sie Advanced. Sie sehen auch da wieder einige Punkte drauf, die im Bekampf vorkommen könnten, dürften. Im Wesentlichen auch sind das auch Sachen, die herleitbar sind aus dem IS-27000. Und dann haben wir noch ein paar Experten-Seiten und Sie sehen auch, dass die ganze Zuständigkeit da zunimmt. Also da haben wir einen Zuständigen, der mit der Checkliste einmal pro Monat das Zeug abcheckt. Und wenn der das richtig machen will und das erste Mal macht, dann ist er in seinem Betrieb vielleicht auch einen Tag oder zwei unterwegs, bis er sichergestellt hat, dass die ganzen Server-Router-Updates sind und dass die Virenscanner-Lizenzen nicht abgelaufen sind etc. Und dass das Backup funktioniert und vielleicht mal einen Backup-Restore-Test durchführt, was ein wirkliches Problem ist bei den KMUs. Und wenn Sie Advanced wollen, dann müssen Sie schon irgendwo 30% Pensum allein einstufen. Aber auch wenn Sie jetzt da zu einer Organisation gehen, gut, ich meine, wir sind nicht auf der grünen Wiese, wir fangen heute nicht an, aber wenn Sie zu einer Organisation gehen, die auch vielleicht 20 Mitarbeiter haben, sage ich, ich möchte ein 30% Pensum für Informatiksicherheit, dann sagen die, können das unsere Informatiker nicht erledigen? Nein, die können das nicht erledigen, denn da geht es um Aufsicht. Es geht darum, sicherzustellen, dass der Informatikdienstleister seinen Job auch macht und dass die Sachen, die ja kaum jemand mit 30% wirklich selber implementieren kann, auch wirklich so implementiert werden, dass sie ihre Wirkung erfahren können innerhalb der Organisation und dass sie dauerhaft funktionieren. Und dafür brauchen sie schon 30% Fenster. Und wenn sie dann wirklich größer sind, sage ich mal jetzt vielleicht 100 Mitarbeiter oder sage ich mal, vielleicht 5 bis 8 Leute in der IT-Abteilung, dann können Sie auch wirklich mal darüber diskutieren, dass einer von den Leuten 50% Pensum nur für Informationssicherheit zur Verfügung hat, um sich mal diese Thematik zu kümmern und eben noch weitere Sachen zu machen, wie beispielsweise mal sich selber anzugreifen, um zu sehen, wie dicht denn die eigenen Systeme wirklich sind. Und das ist was heute tatsächlich eigentlich nicht passiert. Die meisten Organisationen haben ihre Systeme mal aufgebaut, haben irgendwo mal einen Firewall gekauft und der steht da rum und funktioniert. Das heißt, funktioniert heißt, alle Daten, die raus sollen, kommen raus und die Antworten kommen rein und was anderes wird nicht geprüft. Es funktioniert. Und wenn Sie also konsequent wollen, dass da Sicherheit entsteht, dann müssen Sie prüfen, dann müssen Sie sich damit beschäftigen und dafür brauchen Sie Zeit. Und es reicht eben nicht, irgendeinen externen Berater zu nehmen, der da mal kommt, das Zeug wieder anguckt und dann wieder für 2 Jahre verschwindet, weil er nicht gefragt wird. Sie brauchen also kontinuierlich was. Und Sie brauchen auch eine kleine Notfallvorsorge. Und mit Notfallvorsorge meine ich nicht komplett Redundanzen und Failover, sondern Reservecomputer und wissen, wo die Installationsdisketten sind und CDs, damit Sie das System wieder aufbauen können mit Ihren Spezialanwendungen, die Sie im Betrieb haben. Und dann gibt es noch eine ganze Menge Themen, die nicht im IS-27000 drinstehen. Weil das ganz praktisch, ganz praxisrelevante Fragestellungen sind, wie zum Beispiel das mit den mobilen Datenträgern. Natürlich steht da was drin für mobile Datenträger, dass sie die unter Kontrolle halten müssen. Aber ich habe da mal einem Kunden vorgeschlagen, er soll doch ganz einfach alle Monate oder 2 Monate durch den Laden gehen und alle mobilen Datenträger konfiszieren. Einfach wegnehmen. Und wenn die Leute sich beschweren, soll er fragen, wofür sie denn brauchen. Und die wesentliche Aussage ist ja, entweder sind Firmendaten drauf, dann ist es richtig, dass es wegnimmt, oder es sind private Daten drauf und dann gehören sie nicht in die Firma. Wofür braucht man mobile Datenträger? Oder wechseln Sie regelmäßig das Passwort? Ja, aber nicht überall dasselbe. Ein Breach in einem System und das Passwort wird bekannt und man kann überall einloggen und so schnell können Sie gar nicht alles wechseln. Steht so im IS-27000 auch nicht drin. Und was auch nicht drin steht, zum Beispiel, halten Sie aktuelle Kopien von allen Online-Daten speichern. Da bin ich selber ein bisschen gebranntes Kind. Ich habe vor 15 Jahren einige Fotos einem damals ersten Online-Fotodienst anvertraut, der in Kalifornien da gegründet wurde. Und da waren schöne Fotos drauf, Ferienfotos, und mit dem Dotcom-Crash waren die dann weg, weil der war halt weg, der Provider. Und ich sage jetzt nicht, dass das einem der heute aktiven Provider jetzt direkt passiert, aber sowas wie ein Dotcom-Crash ist tatsächlich wieder möglich. Also die Wirtschaft ist zyklisch. Wir sprechen im Moment gerade über sehr große finanzielle, sag ich mal, Verschiebungen in der Weltwirtschaft. Und es kann durchaus sein, dass da wieder eine ganze Welle von Bereinigungen kommt, auch im IT-Bereich. Deshalb halten Sie Kopien von dem, was Sie da online speichern. Das Dropbox ist oder Google, das ist egal. Sie wissen nicht, ob dieser Provider Google. Aber das Dropbox ist, Sie wissen nicht, ob der entsteht. Ich habe keine Ahnung, also ich sag das auch ganz klar. Dropbox ist ein stabiler Service. Ich habe überhaupt keinen Indiz, dass da was Problem entstehen könnte. Aber von denen gibt es hunderte.
So, kommen wir zum Dessert. Das Dessert ist im Wesentlichen die Konklusion. Ich habe da, das können Sie sicher lesen, ich habe da mal versucht, die verschiedenen Parameter, verschiedene Attribute verschiedenen Branchen zuzuordnen. Und Sie kommen da, wenn Sie das ernsthaft machen wollen, einerseits zu einer sehr heterogenen Lösung, also sehr heterogenen Tabelle. Das ist alles von gering bis hoch, ist da querbeet verteilt. Und gleichzeitig wissen Sie, wenn Sie es machen, wenn ich es gemacht habe, habe ich gewusst, das ist falsch. Weil es trifft die Hälfte der KMUs nicht, die ich eigentlich qualifizieren wollte. Deshalb genießen Sie es mit Vorsicht. Wesentlich ist, wenn Sie über Informationssicherheit für eine Branche, also für KMU diskutieren, dann diskutieren Sie bitte über die spezifischen Branchen, die spezifischen Anwendungen, die diese Gruppe von Unternehmungen vielleicht hat. Wir hatten ein Mandat mal im Bereich von Labors und Herstellern medizinischer Geräte und Nutzern von medizinischen Geräten. Und das ist jetzt wiederum so ein homogener Teilausschnitt, den man dann ganz gut bearbeiten kann, weil da auch einzelne Regelungen klar sind, aber andere auch wieder komplett unklar sind. Und auch da die Bandbreite der individuellen Vorlieben der entsprechenden Geschäftsinhaber sehr unterschiedlich sind. Aber wenn Sie sich konzentrieren auf einzelne Branchen, dann können Sie was bewirken. Wenn Sie es pauschal abhandeln wollen, forget it. Ich habe da noch ein paar Trends. Wer von Ihnen hat Schneiers, also für die KMUs unter uns, die das nicht kennen, es gibt einen Guru der Branche, der heißt Bruce Schneier, der ist seit 20 Jahren der Guru. Der schreibt jeden Monat seit 20 Jahren ein Newsletter. In dem Newsletter, der jetzt gerade rausgekommen ist, hat er sechs Security Trends für 2020 identifiziert. Wer von Ihnen kennt die schon? Nur drei, dann gehe ich kurz auf ein. Er sagt, wir sehen seit 10 Jahren bereits einen Trend, der heißt Deperimeterization. Das soll ausdrucken, dass seit 10 Jahren schon die Grenze zwischen dem, was wir innerhalb der Unternehmung nennen und was wir außerhalb der Unternehmung nennen, verschwimmt. Das hat angefangen mit den CDRs, die man brennen konnte und rausnehmen konnte, über die Memory Sticks, über die Smartphones etc. Und es ist deshalb sehr schwierig zu sagen, wir sind innen oder außen. Also ein Firewall typischerweise soll ja innen von außen trennen, aber das kann er gar nicht mehr. Das läuft schon lange und das wird immer extremer. Consumerization. Er drückt das so aus, die Consumer haben die tollen Geräte zuerst. Typischerweise diese Smartphones, das jetzt iPhone ist, oder diese Android-Geräte. Der Benutzer bekommt es auf dem Weihnachtstisch. Und am 28.12. steht er im Laden, in der Firma und sagt, ich möchte das gern für meine Firma einsetzen, ich möchte für meine Arbeit einsetzen. Und dann sagt der IT-Chef, was kann das und wie kann ich das schützen? Und dann muss er sich erstmal in die ganze Dokumentation stürzen, was sehr, sehr aufwendig sein kann. Oder er fragt am besten gerade jemanden, der sich damit auskennt. Aber das ist ein sehr starker Trend, der auch sehr, sehr stark zunehmen wird. Decentralization. Wir speichern unsere Daten immer weniger auf zentralen Einheiten innerhalb unserer Organisation, sondern immer mehr unterwegs. Und gerade wenn Sie jetzt ein Android haben oder auch ein iPhone, dann sind Sie mit Ihren Kalendern und mit Ihrem Adressbuch und möglicherweise auch mit Ihren E-Mails relativ schnell auf den Datencentern von Google und Apple. Und da gibt es noch 30 andere, die auch gerne ein Stück von diesem Kuchen abhaben möchten. Das wird auch schlimmer, beziehungsweise schlimmer, stärker. Es ist nicht die Frage, ob es schlimmer oder besser wird, ob das schlimmer oder besser wird, es stellt sich nicht, es ist ein Trend. Deconcentration, da geht es darum, wo geht es darum, ist mir jetzt entfallen, kann mir jemand helfen? 1, 2, Deconcentration, wir verteilen die Daten, heißt das auch, die Dekastration. Bitte? Dezentralisierung. Ja, Dezentralisierung hatte ich aber jetzt gerade erwähnt, vielleicht habe ich es auch verwechselt. Komme ich wieder drauf. Decustomerization heißt, wir gehen immer mehr vertragliche Verhältnisse mit Organisationen ein, mit denen wir überhaupt kein vertragliches Verhältnis haben wollen. Bei Google wird oftmals behauptet, wir sind ja gar nicht die Kunden von Google, sondern wir sind das Produkt. Denn Google sendet uns ja Werbung und kann uns diese Werbung senden, weil sie weiß, wonach wir suchen. Und solche Art von Verhältnissen kommen öfter. Und dann auch Depersonalization soll ausdrücken, dass immer mehr autonome Agenten in unserem Interesse
aktiv sind, indem sie beispielsweise eine Suchanfrage auf einem Server starten und dieser Server sich dann bei Ihnen meldet, wenn ein Produkt erscheint, neu erscheint auf dem Markt, was diesen Anforderungen entspricht. Und in dem Sinn also Sie nicht mehr persönlich Aktivitäten auslösen, sondern nur noch einen Agenten programmieren, der dann für Sie das zur Verfügung stellt. Und ich habe vorher schon gesagt, ist das gut oder schlecht? Ja, es sind Trends. Und man kann die Trends nutzen oder man kann sich gegen die Trends sperren. Es sind Trends. Und die Empfehlung ist selbstverständlich, nutzen Sie die Trends, nutzen Sie sie vorsichtig. Und entsprechend, wenn Sie die nutzen, müssen Sie flexibel sein, dann behindert Sie Security und Flexibilität gegen Security ist nach wie vor eine sehr ambivalentes Verhältnis. Fazit. Wir sind in einer sehr komplexen Welt. Die Komplexität nimmt immer weiter zu. Wir haben sehr viele Anwendungen, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben selber, die wir auch mit sehr viel Aufwand nicht unter eigene Kontrolle bekommen. Von iPhone bis Wii. Sie wissen vielleicht auch, wenn Sie eine Wii haben, haben Sie auch einen Online-Shop beispielsweise. Und Security ist für KMUs kaum noch handhabbar. Die Informatik ist zu komplex, zu kurzlebig. Wir haben eine Security-Patch-Mania, wir haben einen Engpass der Know-how-Träger und wir haben vor allem auch eine Demotivation, denn es passiert ja nichts. Wann ist der letzte größere Security-Event passiert? Von dem Sie jetzt gerade sagen, ja, das war groß. I love you Virus, Jahr 2000? Naja, vielleicht kommen schon noch zwei Sachen in den Sinn nachher. Stuxnet natürlich, ja, Stuxnet war ein großer, allerdings haben die wenigsten Kernkraftwerke zu Hause, aber oder wenigstens keine, aber trotzdem, Sie haben schon recht, es war ein Event, aber trotzdem, wenn nichts passiert, demotiviert es natürlich Anstrengungen im Bereich Information und Sicherheit. Wir haben eine makroökonomische Entwicklung, habe ich erwähnt, aber wir haben auch eine zunehmende Revisionsrelevanz von IT-Dienstleistungen. Also wir haben immer mehr eigentlich Organisationen, große Organisationen, die jetzt ihre Zulieferer anfangen unter die Lupe zu nehmen und sagen, haben wir möglicherweise Risiko, weil wir mit der und der Organisation zusammenarbeiten. Und das sind jetzt Anforderungen, die auf diese KMUs zukommen. Und die müssen die lösen. Und mein ganz freches Statement ist, das geht nicht. Die KMUs sind überlastet. Und wenn ich nur schon jetzt diese Antwort nehme von Ihnen, wer hat schon 27.000 umgesetzt und zertifizieren lassen? Ja, keiner. Gut, möglicherweise ist es für Sie nicht relevant, aber es ist sehr aufwendig, solche Sachen richtig zu machen. Und entsprechend viele von den KMUs werden daran ganz einfach scheitern. Was also tun? Klein und Kleinste, verzichten Sie auf eigenen IT-Betrieb. Räumen Sie Ihre IT ab, organisieren Sie mit Ihrem Provider, der in der Nähe ist, Client-Server-Technologie mit Thin-Clients, wo Sie den Thin-Client haben und sonst nichts anderes in Ihrem Haus steht. Reduzieren Sie Ihre IT-Abhängigkeit, wo es nur geht. Nutzen Sie Standarddienstleistungen großer Provider und von Provider in der Nähe, durchaus auch beide. Aber Provider in der Nähe heißt auch, dass man eine gewisse Beziehung hat dazu, dass man eine gewisse Stabilität hat, die des eigenen Marktumfelds entspricht, nicht der eines fremden Marktumfelds. Die mittleren und großen, reduzieren Sie die Beträge so weit wie möglich. Machen Sie Integrationen, also integrieren Sie das, was Sie speziell macht im Informatik, im Informationsverarbeitungsbereich, integrieren Sie das mit den Standarddienstleistungen eines großen Providers. Und dafür müssen Sie sich entscheiden für einen großen Provider oder allenfalls auch zwei. Aber wenn Sie zwei nehmen, haben Sie dann wieder die Friktionen zwischen diesen beiden. Am besten einen Provider, der eben die Standarddienstleistungen liefert und Sie integrieren Ihre Leistungen mit dem. Und prüfen Sie mal, wie verfügbar sind und was für Datenströme überhaupt aus Ihrer Unternehmung herausschwappen. Denn zum Teil, vor allem bei den bestehenden Informatiken, können da durchaus Sachen dabei sein, die Sie nicht mischen. An alle, nutzen Sie Branchengesamtlösungen. Viele der Branchengesamtlösungen, beispielsweise im medizinischen Bereich, ist eine, die ich mir näher angeguckt, die deckt alles ab von der Kleintechnologie über Server, über Netzwerkverbindungen, über Verbuchungen, über Abrechnungen etc. Es ist sehr viel da, es sind sogar schon Schnittstellen da. Nutzen Sie das, erfinden Sie sich nicht selber, die Energie, die Sie da brauchen, die ist zu groß, zu viel. Prüfen Sie die Qualität Ihrer Dienstleister, besuchen Sie den mal. Gehen Sie mal hin und sagen, ich möchte gerne mal Ihr Rechenzentrum ansehen. Ich möchte gerne mal sehen, was Sie im Bereich ISMS machen.
Da werden einige der Provider möglicherweise schon leer schlucken und dann wissen sie auch, vielleicht sollten wir einen anderen fragen. Aber vielleicht braucht er ja auch diese Nachfragen zu sagen, jawohl, 27.000, das wollen wir schon lange mal angucken, das machen wir jetzt, wenn Sie danach fragen. Und irgendwann, wenn das dann gemacht hat, dann schicken Sie einen IT-Revisor vorbei und sagen Sie, also nicht Sie selber natürlich, sondern poolen Sie, oder? Dann poolen Sie eine Revision mit anderen Kunden dieses Dienstleisters und schicken einen Revisor vorbei, der das mal genauer betrachtet, wie gut die jetzt wirklich sind. Das da ist einer, der tut ein bisschen weh. Verzichten Sie auf die neuesten Gadgets. Ist klar, bezüglich Sicherheit muss ich das sagen, bezüglich Flexibilität ist das natürlich eine falsche Empfehlung, aber wir sprechen hier von Sicherheit und immer das Neueste ist typischerweise auch das Unsicherste, weil es muss ja auch für die großen Hersteller muss es vor allem erst funktionieren und dann wird es dann irgendwann mal auch so abgesichert, dass es auch unter Kontrolle halten kann. Nutzen Sie die Trends, aber reorganisieren Sie deshalb auch alle 5 Jahre Ihre IT. Hinterfragen Sie jeden PC, der steht, jeden Server, der steht, jeden Dienst, den Sie haben. Und konzentrieren Sie sich aufs Kerngeschäft. Und für diejenigen von Ihnen, die jetzt eben nicht so typische KMU sind, sondern IT-Dienstleister oder bei IT-Dienstleistern arbeiten oder vielleicht auch größer sind, bieten Sie das an. Da kommt eine sehr große Menge von kleinen und mittelgroßen Organisationen an, die jetzt IT-Dienstleistungen haben muss, weil sie nicht mehr in der Lage sind, diese Komplexität selber zu beherrschen. Und das ist ein Markt, der immer größer wird. Es gibt da schon selbstverständlich schon Anbieter in dem Markt, auch in der Schweiz vielleicht 20, aller Größen, von denen ich jetzt konkret sagen würde, die haben relativ hochwertige, sicherheitsmäßig hochwertige Dienstleistungen, die man nehmen kann für KMUs. Aber das ist eine... Das ist was, wo Sie, wenn Sie Standarddienstleistungen, auch wenn es nur Nischen sind, sehr gut anbieten können. Beschränken Sie sich auf das Minimum an Technologie in Eigenbetrieb, also auch die Provider gibt das, da kommt viel Komplexität. Nutzen Sie Trends, ja, integrieren Sie Ihre Lösung mit den Standardlösungen anderer Anbieter. Also warum nicht Konfigurationen vorsehen, die für eine Standardlösung eines anderen Anbieters gerade schon aus der Schublade genommen werden können. Und lassen Sie Ihre Mieten. Lassen Sie zeigen. Zeigen Sie, dass Sie gut sind. Und dann noch die letzte Folie. Nach dem Essen muss man zahlen, bitte. Was da kommt, ist ein schwieriger Loslösungsprozess der KMU von ihren eigenen Informatikorganisationen, ihren eigenen Informatiksystemen. Und gleichzeitig sehen wir eine stark ansteigende Herausforderung an die IT-Dienstleister. Es gilt das, was seit ewig gilt in Informatik, keep it small and simple. Und das, was beim Essen gilt, geht da auch. Genießen Sie es, solange es geht, solange es warm ist.